Juhu! Servus, Leute, Hallöchen und herzlich willkommen. Oh mein Gott, bin ich am Arsch. Und zu einer weiteren Runde The Big Tree. Ja, oh lol, sieht das cool aus. Voll die Nase. Ja. Ich habe hier ein bisschen weitergemacht. Ich war fleißig am Bauen und am Farmen und am Hin und Her machen. Ja, genau hier unten. Mein Advanced-Raum. Der sieht richtig cool aus, ne? Der ist jetzt schon so voll übel automatisiert. Das heißt, hier oben. Einen Moment. Ich. Fledermaus. Hardahap. Hier oben in die Kiste kommt das Zeugs rein. Dann geht das hier durch, geht hier durch. Und dann nimmt man es hier aus der Kiste raus. Hier, dann hat man da die ganzen Zellen. Die kann man sich alle einmal schnappen. Dann kann man hier hochnehmen. Kann es einfach in die nächste Kiste packen. Aber ich brauche nur ein paar Zellen. Ich darf nicht alle da rein tun. Das geht dann hier rein. Und dann geht es hier rein und wird automatisch verarbeitet und landet nachher hier unten. Richtig cool. Ich könnte das auch so an einer Straße machen. Und dann nimmt man die Teile hier, wo dann da wieder rauskommen. Dann tut man die einfach wieder hier oben rein. Hier rein. Und dann rutschen die wieder hier durch, werden hier encrypted. Und man hat automatisch dann gleich hier die letzten Helixe. Weiter bin ich ja noch nicht. Maschinentechnisch habe ich nicht weitergebaut. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie das aussieht mit diesen Truhen hier, mit diesen Chests, dass das hier so natürlich, dass die sich nicht verbinden, das sind einfach hier so Trap-Tap-Chests oder wie heißen die? Trapdoor-Chests oder so, die so einen Redstone-Signal machen und das hier sind normale Chests und dann kann man das so machen. Das ist richtig cool und ja, ich mag das eigentlich. Man könnte auch irgendwie so Iron-Chests und was weiß ich was alles machen, aber das reicht, habe ich mir gedacht. Hier drin habe ich meine Gene schon, die... Oh, hupsa, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier rein, die kommen nämlich dann hier rein und dann werden die automatisch analysiert. Ich habe mir nämlich darum ein bisschen was geholt. Und ich rede heute wie ein Wasserfall. Ich habe noch ein paar Informationen für euch. Und zwar Nummer 1, Information. Ich habe das Modpack geupdatet und das Modpack bedeutet, dass ich jetzt zum einen, wie war denn das? Ich muss mal hier schauen. Das ist cool. War das so? Oh Gott. Hammer, irgendwie sowas war das. Hammer, hör mal, wer da hammert. Oh Gott, dammit, wie heißt dieser komische Hammer von diesem Mod? Oder Palette? Palette. Ja, genau, hier, so, so heißt der Mod. Ach, Statues. Ah, hier ist auch der Hammer. Genau, ja, Ingots und zwei Sticks. Sticky Steaks und ich habe keine Ingots hier und dann machen wir das unten. Zap. Ingot, Iron Ingot und Sticky Sticks. X habe ich auch noch. Perfekt. Hör mal, wer da hammert. Ja. So. Genau, auf jeden Fall habe ich den und nämlich. Ihr seht jetzt auch hier irgendwo einen Link, da, irgendwo, ich weiß es nicht, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr auch hier sein wollt, weil ich fand das nämlich so ultra cool und deswegen habe ich gedacht, mache ich das auf jeden Fall auch und die erste Statue, die wird nicht von mir sein, nein, oh, und ich bin so doof, weil ich mal wieder, ich mache mir jetzt ein Portal hier hin, zapp. Die erste Statue widme ich meinem Mod-Ersteller und zwar mit Mumi. Ich hoffe, ich habe es wieder richtig ausgesprochen. Verzeih mir, wenn ich es nicht habe. Was brauche ich? Stones. Clean Stone oder normalen Stone? Stone. Ich nehme einfach mal beides mit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich brauche normalen Stone. Wenn ich mich nicht täusche. Achso, hier. Portal. Ich habe, glaube ich. Ja. Das war das Richtige. Ist jetzt Nacht. Das ist ja hier aber schon wieder verflixt und zugenäht. So. Er kriegt die erste Statue, weil ich habe gedacht, so einfach so. Und ja, mit dem Link, da könnt ihr euch einfach eintragen. Das, also, keine Ahnung, ihr könnt auch unter das Video schreiben. Das Problem ist, unter dem Video, das wird irgendwann so unübersichtlich. Und genau deswegen würde ich das lieber bevorzugen, wenn ihr das Ganze einfach euch in die Liste eintragt. Dann kann ich einfach so, wo mache ich denn hin? Mache ich ihn hier ans Portal auch mal, ans Ding? Ja, erstmal lassen wir ihn hier so am Rande chillen.
den lieben Bitmumi. Jetzt muss ich einmal hier, Sasip, und dann brauche ich hier einmal den Namen. Denn ich jetzt leider, wo habe ich ihn hingesteckt? Hier rein vielleicht? Nein, da ist er auch nicht. Da. So, perfekt. Ich hätte es auch schreiben können. Inzwischen sollte ich ihn schreiben können. Haha. So, er will eine Diamantbrust und ein Nano-Saber. Jetzt muss ich mal gucken, ob es das gibt. Also eine Dia-Brust. Es ist auch so, also ihr könnt die Statue natürlich ausrüsten, aber das werde ich sicher nicht farmen. Also das könnt ihr vergessen, ne? Weil, mache ich hier schon mal, keine Ahnung, ihn so, oh ne, das ist eigentlich ganz chillig so. Ah ja, okay, so ein bisschen, ja, so, ne, hier und dann einmal so den Kopf so direkt nach vorne und dann so direkt dann Arm hin und, keine Ahnung, ein Diamant und ein Nano-Saber. Nano-Saber, gibt es denn hier? Gibt es einen Nano-Saber? So, jetzt habe ich erstmal Scott. So, dann steht der Gute hier und jetzt kann man ihm nämlich auch eine Diamante-Brust drauf tun und ein Nano-Saber. Ich glaube, das ist der hier und der hier, dann tue ich jetzt hier rein oder da rein. Ich glaube, hier finde ich ihn cooler. Okay, da kann man, alles klar, okay, da kann man ihn noch so, nö, das passt so schon so. Ja, ne, Kollege? Cool, chirik, perfekt, die erste ist Datuish Deed. Ich freue mich, na da da, ich stelle mich mal so neben ihn. Gott, sehe ich bescheuert aus, so kann ich doch nicht rumlaufen hier. Dieser Head, ich brauche mal dringend einen neuen Head, einen stylischen Head, wäre mal cool. Doni, so. Okay, also, das war der erste Punkt und zwar, ja, tragt euch einfach in die Liste ein, sagt mir, wie ihr stehen wollt, was ihr in der Hand haben wollt und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr dann dabei seid. Ich will die ganze City hier beleben und die zweite Sache ist, es wird noch eine zweite Liste kommen, weil irgendjemand hat mal gefragt, wie es denn aussieht mit der Liste, dass ihr hier reinkommt und hier auch ein bisschen rumbauen könnt und vielleicht auch in der Folge dabei seid und genau da wird es so eine gleiche Liste geben und da dürft ihr dann euch eintragen, weil das Ganze ist für mich einfach leichter zu überblicken. Blicken und durch den Urlaub und hin und her ist es jetzt doch ein bisschen, ja, verschoben. Und genau deswegen, ich war noch bei dem Advanced Genetics dran, ne? Hier. Was war denn noch so der Fall? Genau. Ja, das Ganze läuft hier so durch. Das funktioniert hier alles. Doch, das tut auch noch alles. Und so lange baue ich mal die nächste Maschine. Ich brauche aber wieder 4 von denen hier. Und ein Buch, das heißt, guck mal, das ist einfach nice, da macht man zip, zip, zip. Oh, ist ein bisschen zu schnell, oh Gott, das ist nicht so geschickt, ich muss springen, nein, das funktioniert nicht, wie mache ich das jetzt, auch nicht wirklich effektiv, aber hey, was soll's, so, au, ja, in der Zeit wäre wohl Fliegen schneller gewesen. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Oh, ein kleines Lake haben wir hier. So. Gib mir mal etwas Leder. Ihr seht wieder echt gesund aus. Für das, dass ich euch letztes Mal abgeschworen habe. Oh Gott, atlegt. So. Zop, zop, zop. So. Genau, dann brauche ich noch das Buch, da habe ich nämlich auch noch ein bisschen angepflanzt. Ja, ihr seht, ich war ein bisschen fleißig, wir waren ein bisschen fleißig, wir haben das Modpack noch ein bisschen erweitert oder beziehungsweise entschlackt, aber es laggt leider immer noch ein bisschen, da müssen wir einfach mal gucken. Wenn irgendjemand irgendeinen Mod kennt, der einfach irgendwie Lags aufzeigt, da wäre ich ihm sehr verbunden, wenn er mir das irgendwie zukommen lassen würde, könnte. Und, was habe ich jetzt vor mit dem, ach, ich brauche ein Buch, genau. Der Chatter hat gesagt, ich soll gleich mehrere Bücher machen. Würde ich ja. Erstmal hier das da, das da, das da. Tab. Paper. So. 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 Dann gibt das hier und das hier. Und ein Buch war, glaube ich, dieses Teil hier. So, dann haben wir 3 Bücher. Haben zu wenig Papier. Und dann brauchen wir das so. Genau. Und jetzt kann ich einfach nur ein paar von den DNA-Dinger holen. DNA-Extractor hier unten. Ne, die sind schon fertig. Das heißt, die hier oben, hier.
Oh, das ist ein bisschen wenig. 2, 4, 2, 3. Schade. Schade. Da müsste aber gleich noch eine kommen, oder? Ah, da kam sie gerade. Nee, kam nicht. 2, 4, 6, 7. Nee. War ein bisschen langsam. Habe ich noch eine? Nö. Naja, gut. Eine brauchen wir noch. Dann können wir noch einen Buch machen. Tadap. Oh. Oh, wo kommt die jetzt her? Okay, keine Ahnung. Tun wir mal auf jeden Fall. Ah, okay. Die stackt doch ein bisschen. Naja, gut, okay. Zwei, ja, genau, hier. Die sind doch ein bisschen gestackt. Obwohl sie eigentlich. Irgendwo haben sie noch ein. Naja, egal. So, jetzt habe ich die drei Bücher. Dann weiß ich, dass ich einen Diamant brauche. Und dann brauche ich noch wieder Iron. Und dann kann ich nämlich die nächste Maschine bauen. So, das ist der DNA-Splitter. Und danach... Add Applied Energetics. Ne, nicht Applied, sondern... Advanced Genetics. Advanced Genetics. Das war der Splitter und dann brauche ich den... Oh Gott. Oh, Entschuldigung, ich bin noch im Cheat-Modus. Recipe-Modus. So, es hat keiner gesehen. Den Breeder. Oh. Echt jetzt? Mit Weizen. Mit Wheat. This way. Und this way. Und habe ich Wheat? Wheat. Eins. Mit WH schreiben wir das. Dann müssen wir da fix was holen. Tab. Oh. What? Okay, wo ist das hin? Lol, ich schieße es einfach ins Nirvana. Cool, wusste ich es. What? Aha, wo bin ich da? Oh. Aha. Keine Ahnung. Bam. So. Nee, hier. Das mit R mache ich es weg. So. Nein. So. Jetzt. Dann einmal hier. Ah, jetzt ist es auch wieder da. Okay, es backt einfach nur weg. Tada. Abfahrt nach oben. Weed. Weed, 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 weed. Und das hier tun wir hier rein. Dann haben wir einen Breeder. Dann haben wir einen Splitter. Und was brauche ich denn noch? Was kann ich denn noch machen? Dann kommt die Centrifuge. Da brauche ich ein paar von den Dingern. Und oh Gott. Okay, Deutschland hat gewonnen. Just in diesem Moment. Zumindest laut Autokorso, die von meiner Tür herumfahren. Dann habe ich noch Glas. Oh Gott, nicht mehr viel. That's not enough, I think. I need more glass. Habe ich Sand? So. Auch nicht wirklich viel. Besser wie nix, ne? Sand. Ja, das ist schon mal wichtiger, weil ich brauche... Kann ich das hier reinmachen? Es macht auf jeden Fall was. Jora. Ja, Deutschland hat definitiv gewonnen. Congratulations. Seid ihr auch so alle so Fußball verrückt? Oh ja, komm, wenn wir hier schon dabei sind, dann machen wir jetzt auch gleich ein bisschen die Fragen. Emery Player hat uns eine gestellt. Und zwar fragt er... Was war dein verrücktester Beruf, den du dir als Kind gewünscht hast? Bei mir war es Minenarbeiter. Mein verrücktester Beruf, den ich als Kind mir gewünscht habe. Also, keine Ahnung, das mag jetzt wirklich ein bisschen verrückt klingen oder so, aber es war bei mir Bestatter. Also, beziehungsweise, es war nicht nur als Kind, sondern ich habe diesen Beruf... Oh, da kriegt man 3 raus, cool. Ich habe diesen Beruf wirklich eine Zeit lang gemacht. Also, nicht wirklich gemacht, sondern... Ah, die brauche ich jetzt eh. Glas und ein Pfeil. Pfeil habe ich ja. Glas und Iron. Iron. Und zwar, nee, ich habe den, ja, nicht gemacht, sondern, eine Spritze. Ja, cool. Kann ich die stacken? Nee, kann ich leider nicht stacken. Wie viel brauche ich denn? Wie viel waren das? 3, 4, 5 und ich brauche nachher auch noch eine. Also ich glaube, 6 brauche ich auf jeden Fall. So. Ich habe da ein Praktikum drin gemacht und ich fand diesen Beruf auch richtig gut. Den A-Combiner, jetzt brauche ich auch schon mal die Zentrifuge. Da brauche ich auch schon wieder ein Buch und 4 Spritzen. Ja, Deutschland hat gewonnen. Und ein Buch habe ich noch. Das heißt, die Maschine kann ich nur bauen.
Und dann kann ich heute leider auch schon mal keine mehr bauen. Also was heißt leider? Kann ich das noch? Mal gucken auf die Uhr. Ne, wir sind schon wieder echt gut vorangekommen. Haben wir noch eine Frage? Zum Bestatter kommen wir vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal. Was war deine schlimmste Entscheidung? PS, welcome back. Danke, Amber Player, für welcome back. Freut mich natürlich. Meine schlimmste... Oh Gott, ich weiß nicht, was meine schlimmste Entscheidung war. Kann ich nicht wirklich sagen. Gibt es das wirklich? Ne... Oh. Eine schlimmste Entscheidung. Lass mich mal überlegen. Also, das da kommt auch schon mal geschwind hier hin. Weil das muss da noch drauf. Ich glaub's zumindest. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier richtig. Verschonet mich, wenn ich es falsch mache. Und die Zentrifuge war dann auch der Breeder und dann die Zentrifuge, glaube ich. Ja, genau, der Breeder. Und dann kommt auf die Seite nachher die Zentrifuge. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Funktioniert die so? Nehme ich mal hier die Teile hier raus. Okay, und dann tue ich die hier alle hier rein. Oh, das geht gar nicht. Doch, das geht. Und dann brauche ich noch mal einen Hopper. Da habe ich noch ein paar gemacht. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir mal alle mit. Puh, ich bin echt gerade noch ein bisschen am Überlegen, was meine schlimmste Entscheidung war. Also, das könnte viel, glaube ich, irgendwie ein Stück weit gewesen sein. Aber es gibt nicht wirklich eine Entscheidung, vielleicht, die ich... Oh. Die ich wirklich bereue. Natürlich irgendwann so temporär. Aber viele Entscheidungen, die ja schlimm sind, sind ja oftmals gar nicht so schlimm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ist so eine Entscheidung, mit jemandem Schluss zu machen, ist zum Beispiel, kann schlimm sein. Aber die, es bietet sich ja eigentlich, also jede Entscheidung bietet ja dann eigentlich auch immer wieder was Neues oder sowas. Von dem her gibt es da viele Entscheidungen, die in Anführungszeichen schlimm sein könnte. Aber ich könnte jetzt gerade nicht so spontan sagen, welche. Ne? So, das funktioniert. Das hier... Okay, es ist wohl irgendwo ein Fehler. Vielleicht habe ich... Ich habe keine Energie. Okay, es ist Nacht. Das machen wir noch geschwind. Ich habe heute echt viel zu tun. So, erstmal die Stadt tun, dann könnt ihr euch da eintragen. Ich freue mich natürlich, umso mehr Leute dabei sind, umso cooler. Dann läuft noch das Gewinnspiel. Das Gewinnspiel läuft immer noch und das, ich vergesse es jedes Mal, das am Anfang zu sagen. Und ich vergesse auch die Zahl zu posten. Das ist gerade alles ein bisschen kompliziert. Und die Webcam vergesse ich auch immer. Also nee, ich vergesse nicht, sondern die kommt jetzt auf jeden Fall bald wieder. Da bin ich dran, aber ja, es ist halt einfach so ein bisschen Chaos und mit Webcam macht es einfach viel mehr Spaß. Ich vermisse die gerade richtig, also ich weiß nicht, wie es euch da geht. So, er macht einfach nichts. Oder vielleicht hat er noch nicht genügend... okay. Choose you gain, Wall oder Eat Grass? Ich will mal Eat Grass machen. Aha, okay, man muss es also jedes Mal auswählen. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Aber gut, was soll man machen? Ja... Vielleicht geht das auch noch anders. Weiß ich nicht. Okay, Infinity Milk hole ich mir da jetzt raus. So, ne? Und ja, genau. Und da kommen die dann raus. Und das irgendwie kriege ich das dann schon noch hin, dass ich da auch noch weiterkomme. Ja, ich würde sagen, wenn es euch mal wieder gefallen hat, wenn ihr damit weiterkommt, ihr könnt mir ein paar Tipps da lassen. Ihr könnt mir sagen, was ich noch bauen könnte in meiner City. Und wenn ihr in den Stream rein wollt, dann ja, nicht in Stream, sondern in die Fanbase-Stadt als Skulptur, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Ach ja, und wenn ihr wissen wollt, wie man den Death-Counter hier auf der rechten Seite macht, dann fragt einfach danach. Ich werde es vielleicht im nächsten Video mal kurz anschneiden nochmal, wenn ich es dran denke. Ja, in diesem Sinne, haut rein, bye bye, euer Sammy, bis zum nächsten Mal.